Viele moderne Triebfahrzeuge, wie beispielsweise der ICE, verfügen heutzutage über eine stationär eingebaute automatische Fahr- und Bremssteuerung, kurz AFB. Man spricht auch vom Tempomat. Wesentliches Element hierbei ist der sogenannte V-Sollsteller, also der Hebel, mit welchem der Fahrzeugführer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für den vor ihm liegenden Streckenabschnitt auswählt. Die AFB steuert dann autark, abhängig von der Istgeschwindigkeit, die notwendigen Zug- und Bremskräfte und reagiert somit auch auf Steigungen oder Gefälle. Der Fahrzeugführer muss die Arbeit der AFB überwachen und wenn nötig eingreifen, zum Beispiel durch zusätzliches Beschleunigen, Bremsen oder auch Sanden. Tempomat, das ist eine mögliche Variante eines Fahrerassistenzsystems, kurz FAS genannt. Bis September 2018 läuft mit Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt die Erarbeitung einer Studie zur Verbreitung und Nutzen der FAS im Schienenverkehr. Aktuell setzt nicht einmal jedes fünfte Bahnunternehmen Fahrerassistenzsysteme ein, berichtet Allianz pro Schiene Geschäftsführer Dr. Dirk Pflege. Das müsse sich ändern, denn der Einsatz solcher Systeme könne, so Pflege, bis zu 15% des Energieverbrauchs einsparen und damit rund 3% der Gesamtkosten. Wie das in der Praxis aussieht, zeigte jetzt die in Berlin ansässige Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft ODEC. Kern ihres Systems ist das persönliche Tablet jedes Fahrzeugführers. Dort meldet sich der Zugführer für seine konkrete Fahrt an und erhält dann Fahrempfehlungen. Wir haben gesagt, so, jetzt sind wir im laufenden Betrieb, jetzt müssen wir auch mal uns mit Optimierungen befassen, mit Energiesparen und Fahrerassistenzsystem. Und dann haben wir so Mitte 2013 damit begonnen, uns damit zu befassen, mit einem Lieferanten zusammen was zu entwickeln. Und dann auch einzuführen als Pilot zunächst mal und es hat ungefähr 1,5 Jahre gedauert. Auslauf. Wenn die akustische Mitteilung kommt, Auslauf, dann ist der Punkt auf der Strecke erreicht, wo ich ohne weitere Energiezufuhr das Fahrzeug rollen lassen kann und die nächste Station trotzdem noch pünktlich erreiche. Somit nehme ich die Leistung komplett zurück, sodass das Fahrzeug rollt bis zur nächsten Station. In der Sprache der Softwareentwickler heißt das, mit Hilfe der FAS wird eine energieoptimale Fahrweise zwischen zwei Halten unter Berücksichtigung der Pünktlichkeitsanforderungen gewährleistet. Eine Energieeinsparung wird möglich durch ein optimales Verteilen der vorhandenen Fahrzeitreserven. Nach 6 Kilometern sagt der Auslauf, dann nehme ich erstmal die Leistung zurück, dann rollt der Last. Und es war so 1,3 Kilometer oder bis 1 Kilometer, je nach Witterungssituation, je nach Schienensituation, muss ich dann selber bremsen natürlich. Der rollt jetzt nicht bis auf Null da runter an den Bahnsteig, das geht nicht. Auch am Bahnsteig hilft der Assistent. Das System kennt die GPS-Position des Fahrzeugs, den Fahrplan, die Istzeit und die Trasse. Also los, weiterfahren. Abfahrtszeit erreicht. Fahrzeugführer oder Führerin müssen weiterhin selber prüfen, ob alle Reisenden im Zug sind. Auch witterungsbedingte vorsichtige Fahrweisen oder nötige stärkere Beschleunigung wegen höherer Zugbelegung muss das Personal weiter eigenständig regeln. Das System gibt eben Empfehlungen, keine Anweisungen. Doch diese ergeben eine deutliche Einsparung von Energiekosten, reduzieren vorzeitige Ankunft am Bahnsteig oder Verspätungen. So gibt es weniger Strafen an den Aufgabenträger zu zahlen und Instandhaltungskosten werden durch einen geringeren Fahrzeugverschleiß vermindert. Wäre ein kompletter Zugriff auf die Daten des Schienennetzbetreibers möglich, könnte das System auch tagesabhängige Besonderheiten wie einen außerplanmäßigen Halt an einem Signal vorplanen und rechtzeitig zum Ausrollen aufrufen. Aber auch so werden Prognosen und Fahrempfehlungen nach einem solchen Stopp automatisch aktualisiert. Die Systementwickler unterstreichen, dass betriebsspezifische Anforderungen wie Verspätungstoleranzen, wichtige Halte, Zugkreuzungen und Bedarfshalte berücksichtigt werden. Wir glauben, wir haben ganz gutes Personal, aber
Wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, der die Strecken und das Fahrzeug noch nicht so kennt oder auch dort beginnt zu lernen sozusagen, dem hilft natürlich so ein Fahrerassistenzsystem in jedem Fall, weil er bekommt eine Empfehlung und kann sich auf die anderen Dinge, Signale, Hinweisschilder und Ähnliches und das Fahrzeug selber natürlich viel besser konzentrieren. Laut Allianz pro Schiene werden derzeit im deutschsprachigen Raum für den Personenverkehr 13 verschiedene Assistenzsysteme zur energiesparenden Fahrweise angeboten und für den Güterverkehr 9. Auch für den Straßenbahnverkehr gibt es ein Angebot. Die Einführung von Energieeffizienzassistenzsystemen rechnet sich nach Meinung des Allianz pro Schiene Geschäftsführers Dr. Dirk Pflege für die Bahnunternehmen bereits nach 2 bis 4 Jahren, da ab diesem Zeitpunkt die realisierten Einsparungen größer sind als die Anschaffungs- und Einführungskosten. Dem stimmt der ODEC-Geschäftsführer zu. Allerdings wird er es in seinem Haus erst einmal bei den Empfehlungen des Systems belassen. Entscheiden soll weiter das Fahrpersonal in eigener Regie. Weil die Sicherheit hat der Mensch die Verantwortung bei uns und die steht an erster Stelle.